Cher ami, cher ami, die Kehr eher Autor. Ich meine, von der letzte war ja Außenminister, an der Welt, ein schwedisch Mivelgeschäft, der war ein, da weiß er, dass wie wichtig war, beim Referendum ja gesagt zu. Ich meine, das Europa, weil er es Führer bringt. All der, wenn ich schaue, dann nur mehr eine schöne Mivel durchstumm. Schaue für zu leben, nicht soll es abhalten bei der Konstruktion von diesem Stück Europa. Und dafür gebe ich mal so, die Damen und Herren, dass das Platz sei, bei Gras, ein historisch Bedeutung hat. Ich gebe mal so, dass Gras, ähnlich wie Schengen, ein Symbol gibt für Europa. Und dafür will ich von der Lehre. Hei bei Gras den deutschen Dichter Günter Grass zitieren, den Oskar Matzerat, also im Roman Hundi Jahre einer Rettin, so gelöst wird, wir produzieren Zukunft. Und gleich mal genieße, also tau doch hei. Moment. Ja, also bon, hei. Wie? Wen are you? Are you right? Yes, I can speak. Entschuldigung, das Condoleezza Rice ist Amerika. Yes, I'm from here, yes. No, I speak at an inauguration from a Mivel market. Yes, they have Shea Mivel, yeah. Yeah, we must also construe so a Mivel market to Baghdad, so that the Arabs can sit on the stool and not on the border. No, it's not too dire, no. So when we bomb it again, the damage is not too gross. No. See? You want an oil market, not a Mivel market. Yes, where you want, I'm on your side. No, I will name me Zabla against your bloody Krish, no. No, I'm no more the silly boy from Stoneway, no. Yes, I call you back. God bless you. And say hello to George and to George and my friend Donald, but not to Duck. But not Donald to Duck. And say to him, we have also a duck, but we have a grand duck and you have only a Donald duck. Now I have your good credit. Huh? Yes, I call you back. God bless you. Yeah, okay. Entschuldigt, Condoleezza Rice aus Amerika. Ich meine, du siehst aber, wie ein herzlicher Kontakt ich mit der amerikanischen Außenministerin. Ich meine, du siehst aber, ich gehe aber dafür Vogel. Ich meine, das ist richtig so. Ich meine, sie wollen mich klein, wie du es sagst, aber dafür nicht mal noch dumm. Also, die Damen und Herren, ich meine, was soll ich? Europa hat Mivel für dran. Ich meine, das setzt sich. Endlich kämen wir mal billig Mivel zu kaufen, für an alles Asylanten nehmen. Ja. Immer sie heimschicken, das Asylanten. Aber wenn ich in Zeit genug los, da können sie Mivel, Jochnes, aus Nebauen, Matemuel und dann ist die Summe schauen. So ein Motto, schaufst du schon oder was nach zu Lützburg? Ein kleiner Witz. Egal, die Damen und Herren, ich meine, egal, wir müssen die Leute hinschicken, ob matt oder ohne Mivel. Ich meine, wir gehen ja auch nach einem Kadomatee, eine Überraschung von Ikea. Ich habe den Leuten gesagt, Ikea-Gefäßchen im Kosovo erst aufmachen. Ich meine, die Damen und Herren, so sieh mir, ich meine, das, ich meine,
Ich meine, wir integrieren die Leute dort, wo sie hier kommen. Ich meine, das ist viel mehr sinnvoll und viel mehr einfach. Das ist eine Gradlinie-Politik. Und ich meine, nicht so verwinkelt wie die Gang an einem Ikea-Boutique. Lief mal in, ich weiß, woher du schwätzen, ich habe mich selber ein Jahr an so einem Ikea-Boutique verlaufen. Da, wie ich früher ein Jahr in Mivel wollte kaufen, da habe ich so lange noch ein real junges Wundengesicht, dass der nur, wie ich gefunden hat, viel zu alt war für den Mivel. Entschuldigt. Ja, Asselborn heißt. Wie? Ah, du bist jung. Ja, ich kann schwätzen, ja. Wie? Ja, ich schwätze noch gerade zu den Leuten. Ich erkläre Ihnen den Viertel von schwedischen Mivel vis-à-vis von der Asylpolitik. Wie? Du hast auch keine Besucher. Ein Schaf, für mich drauflaufen zu lassen. Ja. Entschuldigung, das ist ein Jongler, du möchtest witzen. Ja, mit, du musst ja nicht immer die Hand zu machen. Wie? Okay, Chef, ich soll mich packen. Okay, kein Netz mehr. Aber egal. Ich mein, wo waren wir stehen? Ich mein, wir bleiben in einem Steck stehen. Das heißt, wir stehen. Ich meine, wir stehen, die Damen und Herren, wir stehen hier bei einem Steck, wo ja nur ein Steck Europa steht. Offen wir dürfen ein paar Steck und ein bisschen zerstückeln, respektive ein paar Dörfer, ein paar Häuser und ein paar Willerspisten. Wir haben das, die Damen und Herren, Europa, wie es zu summen. Und ich bin froh, die Damen und Herren, dass das ausgerechnet noch hier auf meiner aller Misch geschieht. Oder besser gesagt, just ein Stehwurf von meiner aller Gemenge weg. Na, mir froh sind ja allerdings, dass die Demonstranten vom Movement mich mit keinem Stehwurf geordnet haben. Sie sehen ja, Rosemann, mal, weil ich mich von Anfang an für das Hit angesagt habe. Immerhin, wenn ich dafür den Titel Comte d'Ikea kriege. Ich meine, das ist wichtig, die Damen und Herren. Das ist wichtig, dass man Politiker und mit diesen Titeln für uns an der Welt zu vertreten. Und dafür soll ich denken, ich bin froh, dass ich heute auf der belgischen Grenze das Ried der Verhalten. Und ich gehe von der Lage. Ein anderer großer Politiker zitiere, ein Amerikaner, was ich studiere, der ich bei einer ähnlichen Gelegenheit gesagt hat: Ich bin ein Berliner. Und so soll ich heute. Je suis un Belge. Bon, ich ging so, es klingt nicht gerade so gut. Egal wie, die Damen und Herren, hat so aus Europa, wie es zu summen. Und dafür wollte ich auch noch an China Holzische gehen. Für Europa. Ich tausche da gegen Kanonen, für das Menschen am Taiwan, dass sie für kommen. Die wissen ganz genau, es sind vier Top-Hierbe vom Waffenembargo gegen China. Mein Klar versprechen natürlich, dass letztendlich kein Waffen in China liefern. Egal wie, die Damen und Herren, egal wie, Waffen sind wichtig für die Stabilität in Europa und auf der Welt. So, einmal erkläre ich den Basar hier ab. Kraft erschrauft. Ich muss sofort. Ich schaue noch ein bisschen in der Zukunft von Europa. Ich meine, dazu mit anderen Politikern von der Zukunft, also vergöstet, die haut nicht mehr wissen, was sie mal gesucht haben.